So, hier ist der Platz, wo ich hin muss. Ach, hey Katzen, es tut mir wirklich leid, aber ich ziehe in eine neue Wohnung und die haben gesagt, ich darf keine Katzen mitnehmen. Deswegen, es tut mir wirklich leid, aber ich muss euch wegwerfen. Ja, ich weiß, ich könnte euch in ein Tierheim bringen, aber dann glauben die, ich bin ein schlechter Mensch und das will ich nicht. Deswegen kommt ihr einfach in den Müll. So, Deckel zu und das Problem ist verschwunden. Tschüss! Mama, ich hab Angst, hier ist es so dunkel. Ach, mach dir keine Sorgen, Schatz. Schau, warte. Ach, komm raus, schnell. Geht es dir gut, mein Lieber? Mama, warum hat uns unser Herrchen denn weggeworfen? Wir sind doch kein Müll. Ja, unser Herrchen ist einfach ein sehr egoistischer und böser Mensch. Denn echte Katzenliebhaber würden uns nicht einfach in einen Müllsack werfen. Aber jetzt müssen wir einfach... Wir müssen schauen, wie wir überleben. Aber das wird schon. Du brauchst dir keine Sorgen machen, mein Baby, okay? Aber wo werden wir wohnen? Ich habe noch keine Ahnung. Aber komm, wir schauen einfach. Vielleicht finden wir hier ein schönes Zuhause. Ach, Mama, ich bin müde. Oh, schau mal, ich habe was gefunden. Wie wär's hier? Ja, das würde gehen, aber das ist so groß wie du. Da passe ich nicht rein. Und vor Regen wären wir hier nicht geschützt. Oh, da hast du recht. Okay. Oh, schau mal, Mama. Schau mal, ich habe eine Höhle gefunden. Die ist perfekt. Was, eine Höhle? Warte. Die ist wirklich perfekt. Das ist unser neues Zuhause. Wir haben ein Zuhause. Wir haben ein Zuhause. Wir müssen es noch ein bisschen gemütlicher machen. Los, wie wär's, wenn wir beide uns aufteilen und wir suchen Blätter und dann dekorieren wir unser neues Zuhause. Oh ja, ich gehe rechts, du gehst links. Hier und das? Oh, diese Blätter sind ganz schön schwer. Naja, die sind ja auch größer als ich. Ich glaube, das sollten genug Blätter sein. Ich gebe mal die Blätter auf den Steinboden, damit er schön weich ist. Das hast du sehr gut gemacht. Dann gebe ich meine auch dorthin. Schau mal, das sind jetzt unsere Betten. Sind die nicht schön? Ich will auch. Wow, so ein angenehmes Bett. Und das nächste, was ich so holen muss, ist etwas zu essen. Also, du bleibst hier und ich schaue, was ich zum Essen finde, okay? Ruh dich etwas aus. Ich bin gleich wieder da. Mach dir keine Sorgen. Oh, hier ist so viel Essen. Hier wird mir sicher irgendjemand Essen geben. Entschuldigung, könnte ich bitte einen Burger haben? Ew, eine Katze. Ich hasse Katzen. Verschwinde. Diese Frau ist aber nicht besonders nett. Oh, da sind zwei Leute. Vielleicht mögen die Katzen und geben mir was zu essen. Hallo, könnt ihr mir was zu essen geben, bitte? Liebling, schau mal, eine streunende Katze. Die hat sicher Krankheiten. Verschwinde, Katze. Ich habe keine Krankheiten. Ja, du hast recht, die hat sicher Krankheiten und Flöhe. Los, verschwinde von hier. Niemand will mir helfen, aber ich muss doch irgendwas zu essen finden. Bitte, können Sie mir ein altes Stück Brot geben? Ein Streuner! Verschwinde! Du vertreibst mir noch alle Kundschaft! Los, ich habe gesagt, du sollst gehen! Au, verschwinde! Ah, der hat mich getreten. Ach, schnell weg, sonst haut er mich noch. Oh, Fischstäbchen. Das riecht so gut. Fischstäbchen. Oh Mama, schau mal, da ist eine Katze. Können wir sie mit nach Hause nehmen, bitte? Doch nicht eine Katze von der Straße. Du weißt nicht, wo die war. Die hat sicher 1000 Krankheiten. Schnell weg. Ach, du doofe Katze. Du hast mir meine Kundschaft vertrieben. Los, verschwinde. Sonst mache ich dich zu Fischstäbchen. Aber ich bin eine Katze. Mich kann man nicht zu Fischstäbchen machen. Das kann man ja nur aus Fisch machen. Vielleicht gibt mir hier jemand etwas zum Essen. Bitte, haben Sie Mitleid mit mir. Oh, eine Katze. Lia, schau mal, was für eine schöne Katze hier ist. Oh, ist sie nicht bezaubernd? Oh, ich bin allergisch gegen Tiere. Verschwinde, Katze. Hier darfst du nicht sein. Au, warum sind manche Menschen so gemein zu Tieren? Das verstehe ich nicht. Dann muss ich wohl weg. Ach, dieses Monster ist weg. Also, ich hätte gerne für meine beste Freundin Lia all ihr Essen. Alles, alles packen sie mir ein. Warum können mich die Menschen einfach nicht verstehen? Ich kann mein Baby nicht hungrig ins Bett schicken. Ich muss was klauen. Schnell den Fisch nehmen und weg. Schnell. Ach, diese elenden Tiere. Der hat einfach einen Fisch geklaut und ist rausgegangen, ohne zu bezahlen. Wenn ich ihn nochmal erwische in meinem Geschäft, werde ich einen Fisch vergiften. Okay, zum Glück hat mich niemand gesehen. Ja, das ist der perfekte Platz. Genau hier muss ich ihn wegwerfen. Hier, du kleines Monstrum. Und nimm dein ekelhaftes Bild von deinem Papa mit. Ich will dich hoffentlich nie wieder mehr sehen. Was mit dir passiert, ist mir egal. Ich habe die Millionen schon bekommen. Und du wirst mich nie wieder mehr sehen, Kleines. Hey, mein Liebling, schau, was ich für dich habe. Ein Fisch. Los, komm schon, iss. Wow, aber was hast du für dich, Mama? Ach, überhaupt kein Problem. Los, iss. Du musst groß werden und stark. Okay, Mama. Boah, ist das lecker. Ja, ich bin voll. Du kannst den Rest haben, Mama. Danke. Ach, wie süß. Er hat mir absichtlich was übrig gelassen, damit ich nicht hungrig ins Bett gehe. Aber komm, ich zeig dir jetzt, wie wir Essen suchen, okay? Komm mit, mein Liebling.
Ich schau mal, ob ich hier jetzt was zum Essen finde. In dieser Tonne ist nichts. Was ist das? Mama, schau mal! Ich hab was gefunden! Es ist ein Baby! Was meinst du, ein Baby? Oh mein Gott! Jemand hat einfach ein Baby in den Müll geworfen! Komm mal her, meine Süße. Ach, du bist ja zuckersüß. Wie kann man nur so ein süßes Baby in den Müll werfen? Man hat sie in den Müll geworfen, so wie man uns in den Müll geworfen hat. Du hast recht. Was machen wir jetzt, Mama? Wir nehmen sie mit. Wir adoptieren dieses unschuldige kleine Baby. Dann habe ich einen Bruder oder eine Schwester. Ja, du hast recht. Los, bringen wir sie nach Hause. Ab jetzt sind wir eine Familie. Aber Mama, wir haben nur zwei Betten in unserer Höhle. Wir müssen noch ein Bett suchen für meinen Bruder oder meine Schwester. Du bist so ein guter Bruder. Ja, du hast recht. Wir müssen sie mal ins Bett legen und dann werde ich herumgehen und schauen, ob ich noch Blätter oder irgendetwas für das Baby finde, okay? Ja, ich werde mein neues Geschwisterchen beschützen, Mama. Du kannst dich auf mich verlassen. Keine Sorge, ich werde mich beeilen. Ich werde so schnell wie möglich wieder hier sein. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht finde ich noch irgendwas für sie. Okay, Oh, ein Kissen. Das ist doch perfekt. Und was ist das denn? Ist das ein Foto? Das ist ja das Baby. Aber wer ist dieser Mann? Und warte, da steht etwas auf der Rückseite. Baby Ellie mit Papa. Das heißt dann wohl, das Baby ist ein Mädchen und sie heißt Ellie. Und das ist ihr Papa. Was soll ich nur machen? Ich glaube, ich stecke das einfach zur Sicherheit halber ein. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal noch. Sonst liegt hier nichts mehr rum, nein. Okay, gut. Dann nehme ich jetzt das Kissen und ich gehe zurück nach Hause. Ich bin wieder da und schau, was ich gefunden habe. Ein weiches Kissen für das Baby. Hier, Ellie, du hast jetzt dein eigenes Bett. Schau. Und jetzt kannst du dort ganz weich liegen. Na, das gefällt dir. Oh nein, das Baby weint. Es hat wahrscheinlich Hunger, Mama. Was essen Menschen Babys? Oh, du hast recht. Ich glaube, die essen genauso was Katzenbabys auch essen. Fisch. Oder nein, du hast immer Milch getrunken als Baby. Ja, ich muss Milch kaufen gehen. Kaufen? Hast du denn Geld? Ja. Ich musste leider meinen Sohn jetzt belügen. Aber ich kann ihm ja nicht sagen, dass ich klaue. Denn ich habe ihm immer beigebracht, stehlen ist schlecht. Aber wir würden sonst verhungern. Mir bleibt wirklich keine andere Wahl, wenn uns sonst niemand hilft. Okay, schnell. Ich nehme einen Fisch für mich. Schrimps für meinen kleinen Sohn. Und dann die Milch. Wo ist die Milch? Oh, ich weiß schon, im Kühlregal. Schnell. Ah, hier. Oh, ein Glas Milch ist noch da. Perfekt, das nehme ich. Und schnell weg, bevor mich der Besitzer kriegt. Schnell nach Hause. Na, liebes Kätzchen, ich hoffe, der Fisch wird dir gut schmecken. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung reingetan. Ich wusste, dass du kommst. Und so habe ich ein bisschen Gift in den Fisch reingegeben. Du wirst von meinem Geschäft nie wieder mehr stehlen. Ich hasse Tiere. Mama ist wieder da, meine Lieben. Und zwar, sie hat euch was Köstliches mitgebracht. Und zwar einmal Milch für das Baby. Und für dich habe ich Schrimps. Schrimps, ich liebe Schrimps. Oh, Mama, ich habe so einen Hunger. Danke. Erstmal die Milch für die kleine Ellie. Hier, Ellie, trink. Du bist so ein braves Kind. Das schmeckt dir, gell? Und für meinen großen, starken Jungen habe ich natürlich ganz viele Schrimps. Hier, nimm. Ich liebe Schrimps. Ich habe das fast so gern wie Sushi. Oh, lecker. Danke, Mama. Oh, nach dem Essen bin ich jetzt ein bisschen müde. Oh, ich glaube, ich lege mich neben meiner Schwester hin. Danke, Mama, nochmal. Ach, ich habe so einen höflichen Sohn. Das ist unglaublich. Ich bin wirklich die glücklichste Mutter der Welt. So, ich lege mal die Milch zur Seite. Und jetzt kann ich den Fisch essen. Ich freue mich schon so. So, falls diese dämliche Katze nochmal kommt und einfach Fisch vor mir klaut, habe ich dieses Gift auf alle Fische gegeben. Und dann, wenn sie nur einen Biss nimmt, dann stirbt sie. So, ich lege mal die Fische schon bereit. Oh, ich glaube, dort hinten sehe ich sie schon. Schnell das Gift weggeben. Nur ein Bissen vom Fisch. Und sie wird nie wieder mehr aufwachen. Kaum erwarten, reinzubeißen. Wer ist das? Das ist eine giftige Schlange. Lass mich in Ruhe. Hier, dann nimm du doch den Fisch. Was ist passiert? Wieso ist die Schlange gestorben? Geht es dir gut, Mama? Ich hatte so Angst.
Mach dir keine Sorgen, alles ist gut, aber ich frage mich, was passiert ist. Oh, na gut, dann werde ich auch einfach nur ein bisschen Milch trinken. Oh, ich bin nämlich schon sehr hungrig. Komm, Mama, legen wir uns hin. Ich bin so müde. Ja, du hast recht, heute ist ja sehr viel passiert. Gehen wir doch einfach schlafen. Viele Jahre später. Habe ich gut geschlafen? So, jetzt muss ich mal Zähne putzen. Dafür brauche ich meine blaue Zahnbürste und meine rote Zahnpasta. So etwas Zahnpasta auf die Bürste und jetzt kann ich Zähne putzen. Putz mir auch die Zähne! Okay, kleiner Bruder, klar putze ich dir die Zähne, aber als erster muss ich. Kann ich jetzt bitte? Na klar, hier, so mal oben, mal unten, mal hinten, mal oben. Perfekt. Jetzt spüle ich noch schnell den Mund aus. Das Wasser war ganz schön spicy. So, und jetzt muss ich noch schnell aufs Klo Kaka machen. Dafür gehe ich zum Loch und... das war perfekt. Ich fühle mich schon 5 Kilo leichter. Also, ich muss nicht Kaka. Guten Morgen, Kinder. Oh, ich bin so müde heute. Oh. Guten Morgen, Mama. Wir haben schon Zähne geputzt und im Klo waren wir auch schon. Ach, was seid ihr für nette Kinder. So, ich muss jetzt Essen holen gehen. Hatschi! Hatschi! Oh, Mama, geht es dir gut? Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin, glaube ich, nur ein bisschen krank. Aber ich gehe jetzt Essen holen. Aber Mama, du bist doch krank. Wenn du krank bist, solltest du im Bett bleiben. Ich weiß was, ich kann doch das Essen holen gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Mama, ich bin schon 6 Jahre alt. Ich weiß schon, was ich machen kann, damit ich Geld mache zum Essen kaufen. Ja, du hast recht. Ich bin nämlich wirklich krank. Und ich komme mit und helfe dir. Oh, das wäre super. Dann können wir gemeinsam Essen besorgen gehen. Das wird toll. Aber seid bitte vorsichtig, Kinder, okay? Und beeilt euch. Du brauchst dir keine Sorgen machen, Mama. Okay, los, gehen wir. Besorgen wir Essen. Ach, die Kinder werden so schnell erwachsen. Hatschi! Okay, ich lege mich jetzt wirklich hin. Hier am Bahnhof werden wir sehr viel Geld machen. Hä, wieso sollten wir am Bahnhof Geld machen? Was meinst du? Was hast du vor? Nun ja, ich habe immer gesehen, wie Menschen Zeitungen kaufen. Und andere Menschen werfen ihre Zeitungen weg. Wir sammeln die weggeworfenen Zeitungen und verkaufen sie wieder. So wie diese Zeitung hier. Siehst du, das ist so einfach. Du bist so schlau. Oh, da drüben ist auch jemand mit einer Zeitung. Warte, ich frag sie mal. Verzeihung, brauchen Sie die Zeitung noch? Liebling, schau mal, eine Straßenratte. Das ist keine Ratte, das ist ein Hund. Hier, mein Lieber, du kannst die Zeitung haben. Oh, das ist sehr, sehr freundlich. Vielen Dank. Schau mal, ich habe noch eine Zeitung. Das hast du sehr gut gemacht, Bruderherz. Los, wir müssen mehr Zeitungen suchen. Komm in meine Arme, Bruder, und dann gehen wir weiter. So. Oh, da ist noch eine Lady mit einer Zeitung. Also, Verzeihung, Lady, können wir Ihre Zeitung haben? Oh ja, natürlich, ich bin genau jetzt fertig geworden, hab schon zu Ende gelesen. Du kannst sie gerne haben, meine Süße. Wir haben schon 4 Zeitungen. Und wenn wir jede Zeitung um 1 Euro verkaufen, dann haben wir schon 5 Euro. Was, Sebastian Kurz ist der neue deutsche Premierminister? Diese Lady frag ich. Miau, 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 geben Sie mir bitte Ihre Zeitung. Was will dieses Viech von mir? Verschwinde, ich geb dir gleich mit meiner Bratpfanne. Au, mein Kopf. Schwester, du kannst doch nicht einfach diese arme Katze schlagen. Oh nein, Bruder, geht es dir gut? Hat sie dich verletzt? Tut es sehr weh? Ich will nicht wissen, was für Krankheiten dieses Tier hat. Hier, nimm die Zeitung und verschwinde von mir. Oh Mann, das tut mir wirklich leid. Oh nein. Na, wenigstens haben wir eine Zeitung. Los, Bruder, gehen wir, bevor noch etwas passiert. Ja, ich komme. Aber nur kurz eine kleine Strafe für dich. Hier, nimm das. Strafe muss sein. Los, gehen wir. Was hast du denn gemacht dort hinten? Oh, noch eine Zeitung. Wir haben Glück. Ich glaube, wir haben genug Zeitungen gesammelt für heute. Ich werde jetzt losgehen und die Zeitungen verkaufen. Du wartest hier auf mich, okay? Und nicht weggehen. Beeil dich, ja? Ja, mach dir keine Sorgen. Da sitzt schon jemand. Oh, was ist denn das? Das ist ja Essen. Ein Apfel. Oh, köstlich. Lecker, lecker. Mama, warum isst dieses Mädchen Müll vom Boden? Das ist wahrscheinlich ein obdachloses Mädchen. Die ist sicher voller Krankheiten. Verzeihung, wollen Sie eine Zeitung kaufen? Oh mein Gott, sie kommt uns immer näher. Ich will nicht krank werden. Los, Tochter, gehen wir. Dupdi-dupdi-du. Ich hasse Kinder. Diese Frau schaut nett aus. Verzeihung, wollen Sie eine Zeitung kaufen? Boah, ich hasse Kinder. Verschwinde. Komm mir nicht zu nahe. Au, wieso haben Sie mich geschlagen? Au. Du hast diese Zeitungen wahrscheinlich nicht gestohlen.
gestohlen. Die kaufe ich dir sicher nicht ab. Aber ich habe sie nicht gestohlen. Man hat sie mir gegeben und ich habe sie gefunden. Warum sind Leute so gemein zu mir? Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät. Huch, was macht denn dieses kleine Mädchen alleine? Ich probiere es noch einmal. Verzeihung, wollen Sie vielleicht mir eine Zeitung abkaufen? Ist das die heutige Zeitung? Ah, die habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, ich würde dir gerne eine abkaufen. Was, wirklich? Und oh, das ist so nett. Hier, bitteschön, eine Zeitung für Sie. Und wie viel kostet eine Zeitung? Oh, die Zeitungen kosten so viel, wie Sie zahlen wollen. Naja, wenn das so ist, dann gebe ich dir hier 1000 Euro für dich. Hier, nimm. Was, 1000 Euro? Nein, du brauchst nicht schüchtern sein. Ich bin reich, ich habe sehr viel Geld. Nimm doch einfach das Geld und ich kaufe dir alle anderen Zeitungen auch ab, okay? Oh, Sie sind so nett. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ach, überhaupt kein Problem. Sie sind der netteste Mensch, den ich heute getroffen habe. Vielen lieben Dank. Darf ich Ihren Namen wissen, damit ich weiß, an wen ich mich bedanken kann? Oh, natürlich, meine Liebe. Mein Name ist Reich, Herr Reich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, Herr Reich. Und vielen Dank nochmal. Auf Wiedersehen. Schau mal, wie viel Geld wir haben. Wir können uns so viel Essen kaufen. Wow, so viel. Dieser Herr Reich war echt nett zu uns. So, Bruder, am besten du bleibst hier und ich gehe schnell Essen kaufen. Okay, beeil dich und bitte nimm mir Shrimps, okay? Ich liebe Shrimps. Ich werde dir ganz viele Shrimps kaufen und Fisch und Milch und vielleicht was Süßes und oh, ich kann es kaum erwarten. Hallo, ich würde gerne bei Ihnen einkaufen. Ein Kind? Du hast doch sicher gar kein Geld. Verschwinde. Doch, ich habe ganz viel Geld. Schauen Sie mal. Woher hat dieses Kind so viel Geld? Ich meine, bitte kommen Sie, kaufen Sie ein. Oh, Sie sind aber nett. Vielen Dank. Also, was brauche ich? Als erstes kaufe ich natürlich Fleisch und dann etwas Brot und etwas Süßigkeiten, Chips. Oh, der Sack ist ganz schön voll. Oh, natürlich. Ich bringe Ihnen sofort einen neuen. Psst. Du da, magst du mir bitte helfen? Huch, eine Maus? Was willst du? Ich habe so einen Hunger, ich habe seit Tagen nichts gegessen. Magst du mir was kaufen, bitte? Oh Mann, du hast seit Tagen nichts gegessen? Ja klar, ich kaufe dir was. Du magst doch Käse, oder? Natürlich magst du Käse. Alle Mäuse mögen Käse. Ist Käse okay? Was, du willst mir wirklich helfen, obwohl ich nur eine Maus bin? Du bist so ein guter Mensch. Vielen Dank. Ich warte dann draußen auf dich. Ich helfe natürlich, wo ich kann, denn ich weiß, wie es ist, hungrig ins Bett zu gehen. Oh, hier, bitteschön. Sie können noch mehr Geld ausgeben. Oh ja, mir ist eingefallen, ich brauche noch Käse. Wo ist denn der Käse? Oh, dort hinten bei der Kühlabteilung. Und her mit dem Käse. Hat dieses kleine Mädchen da etwas so viel Geld in der Hand? Woher hat sie das? Das hat sie sicher gestohlen. Hm, da passt ja noch etwas rein. Ich kaufe noch ein bisschen mehr. Bitte geben Sie so viel Geld aus, wie Sie wollen. Dann kaufe ich noch das und das und das und hier. Oh, mehr kann ich auch nicht mehr tragen. Das ist alles. Ich würde gern das hier alles kaufen, der Herr. Wie viel kostet das? Ich werde natürlich schauen, wie viel das für Sie kostet. Na gut, dann schauen wir mal, wie viel das kostet. So, das und das. Wie viel Geld muss ich Ihnen geben? Also, das macht 50. Ich meine, wie viel Geld hast du eigentlich, meine Liebe? Ich habe genau 1000 Euro in meiner Hand. Also, wie viel kostet das? Oh, was für ein Zufall. Das kostet genau 1000 Euro. Was? Genau 1000 Euro? Da habe ich ja Glück. Und schau, weil ich so nett bin, schenke ich dir auch diese Einkaufstüten dazu, okay? Sie sind so ein guter Mensch. Vielen Dank. Mama wird sich so freuen, dass ich so viel Essen habe für den ganzen Monat. Oh, ich kann gar nicht sehen. Wo gehe ich eigentlich hin? Oh, ich glaube, ich bin da. Schau mal, Bruder, wie viele Lebensmittel ich eingekauft habe. Und schau mal, ich habe unser Mittagessen gefangen. Lecker Maus. Bitte lass mich. Hilfe. Los, Schwester, hilf mir, diese Maus zu fangen. Dann können wir sie fressen. Nein, lass die Maus in Ruhe. Wir haben genug Essen. Geht es Ihnen gut, Herr Maus? Danke, dass du mir mein Leben gerettet hast. Oh, ich habe mich so erschrocken. Es tut mir wirklich leid. Aber Katzen essen halt gerne Mäuse. Schau, was ich für dich habe, Herr Maus. Käse. Warte, nein, du gibst ihm doch nicht unseren Käse. Schau mal, Bruder, er hat seit Tagen nichts mehr gegessen. Wir wissen doch selbst, wie es ist, hungrig zu sein. Ja, das stimmt. Okay, mach, was du willst. Ich lege mich dabei hin und schlafe. Na schau. Hier, Herr Maus, nehmen Sie den Käse und teilen Sie sich ihn gut auf. Vielleicht hält er sogar etwas länger. Oh, vielen Dank, junges Fräulein. Du bist so ein guter Mensch. Ich werde mich irgendwann mal revanchieren. Ach, das brauchst du nicht. Ich helfe doch gerne. Also, jetzt muss ich dann nach Hause. Schönen Tag noch, Herr Maus. Oh, ich sehe gar nichts. So ein nettes Mädchen. Irgendwann mal werde ich ihr helfen. Das verspreche ich dir.
Liebling, Liebling, schau mal, was wir haben. 1.000 Euro. Was? Die 1.000 Euro von dem kleinen Mädchen? Ja, sie hat Lebensmittel im Wert von, ich glaube, 50 Euro gekauft und ich habe ihr einfach gesagt, dass es 1.000 Euro kostet. Oh, ich liebe dich, Schätzchen, du bist einfach ein Genie. Aber ich frage mich, woher sie so viel Geld hat. Keine Ahnung, aber das werden wir schon noch herausfinden. Und dann machen wir genauso viel Geld. Vielleicht sollte ich mal schauen, wo sie hingeht. Ach, ich liebe einfach Geld. Geld. Mama, schau mal, was ich alles eingekauft habe. Guck mal, wie viel Essen wir haben. Das reicht sicher für einen ganzen Monat. Wie ist das möglich? Woher hast du denn so viel Geld, um so viel zu kaufen? Warte, ich muss das schnell abstellen. Ich habe Zeitungen verkauft am Bahnhof und ein netter Mann hat mir 1.000 Euro gegeben. Ja, und mit diesen 1.000 Euro konnten wir so viel Essen kaufen, Mama. Schau mal, wie viel das ist. Das ist ja wundervoll, mein Kind. Ich bin so stolz auf dich. Vielen Dank. Das wird uns so helfen. Schau, ich habe dir sogar Medizin mitgenommen. Das ist Katzenmedizin. Und dann wirst du schnell wieder gesund. Ah, Schätzchen, ich fühle mich sogar schon viel besser. Danke. Ich gebe mal die Einkaufstüten zur Seite. Schau, hier und du. Hast du nicht auch Hunger, kleiner Bruder? Willst du nicht auch was essen? Ja, ich habe Lust auf Fisch. Na, dann bedien dich. Wir haben ganz viel Fisch. Oh, das ist aber ein großer Fisch. Den esse ich. Bester Fisch, den ich je hatte. Hey, wollen wir ein bisschen im Wald spazieren gehen und ein bisschen spielen, kleiner Bruder? Ihr könnt schon in den Wald, aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr auf euch aufpasst, okay? Ja, wir versprechen's. Großes Indianer-Ehrenwort. Also, kleiner Bruder, was ist deine Lieblingsfarbe? Die Farbe von Fisch. Und was ist deine Lieblingszahl? Die Fischzahl. Und was isst du am liebsten? Chicken McNuggets. Schwester, schau mal, wer da ist. Sieht schon aber nicht nett aus. Hey Bro, hast du das gehört? Dieses verrückte Mädchen hat mit der Katze gesprochen. Ja, sie hat wahrscheinlich keine Freunde. Hey, wir haben doch unseren Ball vergessen. Können wir deine Katze benutzen? Oh, nein, sie ist kein Ball, sie ist eine Katze. Das verwendet man nicht zum Baseballspielen. Lasst uns in Ruhe. Ach, sei doch nicht so. Wir wollen doch nur mit deiner Katze spielen, dann können wir auch Freunde sein. Ja, das stimmt. Freunde teilen doch. Ich habe Angst, Schwester. Ich habe Angst. Gehen wir nach Hause. Ja, du hast recht. Komm, gehen wir schnell nach Hause. Nein, nein, nein. So schnell kommst du mir nicht davon. Die zwei nerven mich. Schnell. Oh, mein Gesicht. Was soll dir geschehen? Oh, der hat mich voll gekratzt. Oh, diese blöde Katze. Na, warte. Das ist für dich. Oh, und nimm oh, das miau, und oh, hier oh, und hey, das. Lass meinen Bruder in Ruhe. Hör auf, nein. Oh, du hast meinen Freund gekratzt. Hier, eine Schlange, die ich auch noch. Lass mir Ruhe, bitte. Du blöde Katze. Kleiner Bruder. Oh nein, er ist ohnmächtig. Bitte, hilf mir, irgendjemand, bitte. Die Katze wird sich hoffentlich nächstes Mal zweimal überlegen, mich zu kratzen. Ich hab Hunger, lass uns ein Kebabsack kaufen. Ja, gute Idee, Bro, los gehen wir. Was kann ich nur tun? Hilfe, hilft mir doch jemand. Oh mein Gott, sie blutet am Kopf. Bitte, Hilfe. Ja, ja, ja. Ein schöner Spaziergang Hilfe! Im Wald. Es gibt nichts Angenehmeres. Was ist das? Hilf mir! Was ist das für ein Geschrei? Von wo kommt das? Das kommt doch von hier. Hä? Bist du nicht das kleine Mädchen vom Bahnhof? Was ist denn hier passiert? Zwei böse Jungs, die sind gekommen und die haben meine Katze geschlagen mit Stöcken und sie blutet. Und was soll ich nur machen? Oh mein Gott, das arme Kätzchen. Wir müssen schnell ins Spital. Komm, meine Liebe. Wir müssen deine Katze ins Spital bringen. Ganz vorsichtig. Und jetzt schnell ins Spital. Ach, ich fühle mich schon um einiges besser. Ha, die Kinder sind ja immer noch nicht da. Ich sollte mal schauen, ob ihnen irgendetwas passiert ist. Ich habe ihnen doch gesagt, die sollen schnell wieder nach Hause kommen. Hier sind sie nicht. Und da sind sie auch nicht. Warte, was sind das für Flecken am Boden? Hoffentlich ist nichts passiert. Die Spuren enden hier. Was ist nur passiert? Wo sind nur meine Kinder? Ich mache mir tierische Sorgen. Oh nein, hoffentlich ist nichts passiert. Ist das eine seltene Katzenrasse? Das ist doch diese Leopardenkatze. Die sind so teuer. Also wenn ich sie einfange und dann dressiere, kann ich massenweise Geld mit ihr machen. Komm her, Kitty, Kitty. Bleib da. Ja, bist jetzt meins. Bleib hier. Schnell in den Käfig rein. Ich hab sie, ich hab sie. Oh. Du bist jetzt meine Katze und jetzt werde ich so viel Geld mit dir machen, so viel. Ach, ich werde in Geld schwimmen. Herr Doktor, wir haben einen Notfall. Sie müssen diese Katze retten. Um Gottes Willen, was ist denn mit dieser Katze passiert? Ich war im Wald spazieren und so zwei böse Jungs haben einfach auf die Katze eingeschlagen. Oh mein Gott, zum Glück sind sie hergekommen. Jetzt geht's nur noch um Minuten. Kopfverletzungen sind immer sehr gefährlich. Okay, als erstes muss ich mal
betäuben und schauen, was verletzt ist. Ich glaube, es wäre besser für das kleine Mädchen, wenn sie nicht dabei ist. Ja, Herr Doktor, ich glaube, Sie haben recht. Komm, meine Liebe, warten wir im Wartezimmer. Okay, aber bitte retten Sie meinen Bruder. Du brauchst keine Angst haben. Er ist der beste und der teuerste Doktor weit und breit. Wenn jemand dein Haustier retten kann, dann er. Es ist alles meine Schuld. Wäre ich nicht in den Wald gegangen, hätten die bösen Kinder ihm nicht geschlagen. Und er müsste jetzt nicht um sein Leben kämpfen. Hör auf, dir selbst die Schuld zu geben. Du kannst nichts dafür. Diese bösen Kinder sind schuld und nicht du. Er ist doch mein einziger Bruder, den ich habe. Bitte. Warte, was hast du gesagt? Er ist dein Bruder? Aber er ist doch eine Katze. Was? Ich habe nicht Bruder gesagt. Ich habe gemeint, er ist mein einziges Haustier. Ah, okay. Ich dachte schon, du siehst diese Katze als deinen Bruder, weil das wäre echt komisch. Ich muss echt vorsichtiger sein. Mama hat gesagt, wenn Leute erfahren, dass ich bei ihr lebe, werden sie kommen und mich ihr wegnehmen. Schau, wer aufgewacht ist, meine Kleine. Er ist so gut wie neu. Miau, miau, Schwester, Schwester. Du lebst. Oh mein Gott, du lebst. Ich habe noch ein paar Medikamente, die er jeden Tag jetzt nehmen muss, damit die Kopfverletzung sich nicht entzündet, okay? Das ist ganz wichtig, dass er sie immer einnimmt. Dieses Medikament muss er immer nehmen, bevor er schlafen geht, okay? Und am besten am Morgen diese Tropfen. Und dann ist er wie neu. Ja, das machen wir, Herr Doktor, ganz sicher. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gut, das macht dann, warte, lass mich schauen, ich glaube 2000 Euro. Was, das kostet Geld? Aber ich habe kein Geld. Oh nein. Oh, ja, sorry. Nein, du musst natürlich nicht zahlen. Das übernehme ich, okay? Wie immer sehr großzügig, Herr Reich. Dankeschön. Aber Sie können doch nicht wieder für mich alles bezahlen. Das kann ich doch nicht annehmen. Ach, hör doch auf. Ich habe viel zu viel Geld. Es wird mir eine Ehre sein, für dich zu bezahlen. Hier, bitteschön, Herr Reich. Ich habe Ihnen noch etwas Trinkgeld gegeben. Oh, das ist aber sehr freundlich, Herr Reich. Vielen Dank und ich wünsche euch beiden einen schönen Tag. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde alles zurückzahlen, okay? Nein, also wirklich, das brauchst du nicht. Ich habe wirklich genug Geld. Das ist mir ein Vergnügen. Komm, gehen wir. Vielen, vielen Dank, Herr Reich. Ich kann mich nur 1000 Mal bei Ihnen bedanken. Ach, du bist so ein höfliches Kind. Du brauchst dich nicht so oft bei mir zu bedanken. Ich habe gerne geholfen. Ich versuche immer, Leuten zu helfen, wenn ich kann. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute, die so sind wie Sie, Herr Reich. Oh, das ist aber nett. Danke. Oh, soll ich dich nicht nach Hause fahren? Oh nein, das brauchen Sie nicht. Ich hab's nicht weit nach Hause. Okay, wie du willst. Ich will dich zu nichts zwingen. Aber versprich mir, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, hier, schau, das ist meine Nummer. Ruf mich dann einfach an, okay? Vielen Dank, Herr Reich. Ja, das mache ich. Ich werde Sie anrufen, wenn ich Ihre Hilfe brauche. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht warum, aber ich will diesem kleinen Mädchen einfach helfen. Sie erinnert mich so an jemanden, aber ich weiß nicht an wen. Ach, Herr Reich, er ist so ein netter Mann. Wir verdanken ihm so viel. Lass mich los, Schwester. Ich kann selber gehen. Nein, der Herr Doktor hat gesagt, du sollst dich ausruhen und du darfst dich nicht überanstrengen. Ach, gehen ist doch keine Anstrengung. Schau, ich kann sogar hüpfen. Hör auf, Bruder, das darfst du nicht, sonst wirst du nicht schnell gesund, bitte. Okay, okay. Komm, gehen wir zur Mama. Hallo Mama, hast du uns vermisst? Wir sind wieder da. Wo ist Mama? Warum ist sie nicht im Bett? Sie ist doch krank. Du hast recht, sie hat doch gesagt, dass sie hier auf uns warten wird. Glaubst du, ist sie losgegangen, um uns zu suchen? Ja, wahrscheinlich, weil sie hat sich sicher Sorgen gemacht. Oh nein, die arme Mama, aber uns geht es doch gut. Komm, gehen wir Mama suchen. Nein, das ist keine gute Idee. Was ist, wenn Mama genau dann wieder zurückkommt und wir sind wieder weg? Oh stimmt, dann sollten wir besser hier auf sie warten. Ja. Und hier deine Medizin, das darfst du nicht vergessen. Ich hoffe, Mama geht's gut. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein sehr unwohles Gefühl. Irgendwas ist komisch, aber vielleicht täusche ich mich nur. Ach, mein Kopf tut immer noch weh. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen hinlegen. Wach mich auf, wenn Mama da ist, okay? Gute Nacht. Kikiriki, kikiriki. Was ist passiert? Oh, es ist ja schon wieder morgen. Schau mal, Schwesterherz, Mama ist immer noch nicht da. Wo kann sie nur sein? Und vergiss nicht, deine Medikamente zu nehmen. Der Doktor hat gesagt, du musst das jeden Morgen nehmen. Glaubst du, hat Mama uns nicht mehr lieb und deswegen ist sie von zu Hause weggelaufen? Hör auf, sowas darfst du nicht denken. Es gibt sicher einen anderen Grund. Wir müssen es nur herausfinden. Also, ich bin so traurig, Schwesterherz. Was sollen wir nur machen? Ich weiß was, komm mit. Wir gehen sie jetzt selber suchen. Wir haben lange genug gewartet. Und jetzt zeige ich dir dein neues Zuhause. Wir werden sicher zusammen viel Spaß haben. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss ja die Tür aufsperren und die anderen Tiere freilassen. Hier,
Bereitet euch vor für das Training. Ich mache mich nur noch fertig und dann trainieren wir. Bitte, ihr lieben Tiere, ihr müsst mir helfen. Ich wurde entführt. Dieser Mann, er ist nicht mein Herrchen. Ich wurde gestohlen. Oh, meine Liebe, mein Name ist Peppa Pig. Er hat mich auch gestohlen von zu Hause. Ja, mich hat er von meinem Papa gestohlen. Mein Name ist Simba. Ich habe einfach unschuldig einen Damm gebaut und auf einmal, zack, hat er mich geklaut. Mich hat er einfach aus dem Wald gestohlen. Ich vermisse mein Frauchen. Und hast du auch ein Herrchen? Von wo hat er dich gestohlen? Meine Kinder sind verschwunden. Ich habe sie gesucht und auf einmal war ich weg. Was hat dieser Mann vor? Was macht er mit so vielen Tieren? Dieser böse Mann hat einen Zirkus, wo er uns zwingt, aufzutreten. Wir müssen den ganzen Tag trainieren. Und wenn wir nicht tun, was er sagt, dann schlägt er uns mit der Peitsche. Du wirst dich daran gewöhnen müssen, dass du deine Kinder nie wieder mehr sehen wirst. Oh nein, ich höre die Schritte. Er kommt. Schnell, macht euch bereit, alle. Ach, ich liebe Bier. Los, ihr Viecher, fangen wir an. Hä? Wer hat da Kacke am Boden gemacht? Los, räum das weg. Los, Hund. Du, mach schnell, Mochi. Beeil dich. Sonst schlage ich dich noch mehr mit der Peitsche. Schnell weg. Obwohl ich nicht die Kacke hingemacht habe. Und jetzt über den Zaun werfen. So macht man das mit Hundekacke. Ah, sehr gut. Und wenn ich das nochmal sehe, wirst du 3 Tage lang eingesperrt und bekommst kein Essen. Okay, Mochi? Gut. Wer von euch nutzlosen Tieren mag als erster trainieren? Keiner? Gut. Dann sag ich, los, Schweinchen, du. Oh nein, nicht das mit der Rutsche. Ich hab doch Höhenangst. Ich trau mich nicht. Schnell, beeil dich, sonst schlägt er dich. Rutsch gefälligst oder willst du meine Peitsche zu spüren bekommen? Augen zu und durch. Sehr gut. Und wenn du dir nochmal ein bisschen mehr Zeit lässt, schlag ich dich so oder so, auch wenn du es richtig gemacht hast, okay? Gut, wer will als nächstes? Du, Biber? Wie geht das nochmal? Links, rechts und ich, das? Ich glaube, und zurück, genau. Nein, das ist falsch, falsch, nochmal. Okay, es tut mir leid. Links, rechts und fertig. Sehr gut gemacht, Biber. Und wenn du nochmal einen Fehler machst, bekommst du eine Woche lang nichts zu essen. Gut, und jetzt du, Tiger. Ach, ich hasse diesen Typen. Du weißt, was du zu tun hast. Los. Nein, ich will nicht. Wieso bewegst du dich nicht? Mach! Muss ich dich echt wieder auspeitschen? So nehmen und nehmen. Okay. Das und das und dann ins Slalom und dann schnell rauf und runter rutschen. So, ihr habt das zwar alle mehr oder weniger richtig gemacht, einige von euch musste ich halt auspeitschen, aber ihr habt es nicht anders verdient. So, und ich hoffe, liebe Katze, du hast dir alles gemerkt, weil... Wenn nicht, wirst du meine Peitsche zu spüren bekommen. Also los, Katze, du bist dran. Oh nein, ich will nicht ausgepeitscht werden. Los, Slalom, links, rechts. Dann hüpfen und dann die Rutsche rutschen, glaube ich. Ich glaube, das war richtig. Wow, du wirst mein neuer Topstar. Du bist so talentiert. Ich werde so viel Geld mit dir machen. Ich werde reich und berühmt mit dir. Ich werde ein Star. Oh, mir ist schlecht. Ich habe so viel Bier getrunken. Ich glaube, ich muss kotzen. Leute, wir müssen doch irgendwie wie entkommen können. Es gibt kein Entkommen. Diese Wände sind 10 Meter hoch. Und was ist mit diesem Tor dort hinten? Er ist der Einzige, der den Schlüssel hat. Und ohne Schlüssel können wir das Tor nicht aufmachen. Und er hat den Schlüssel immer bei sich und er geht nie ohne den Schlüssel irgendwo hin. Aber vermisst ihr nicht eure Familie? Wollt ihr nicht hier ausbrechen? Es muss einen Weg geben. Wir dürfen nicht aufgeben. Ja, ich vermisse Papa Wutz und Mama Wutz und meinen Bruder George. Ich vermisse es einfach, frei zu sein, in der Wildnis, einen Damm zu bauen. Ich werde mir etwas überlegen, aber ich verspreche euch, wir werden entkommen. Ich bleibe nicht hier. Ich will zu meinen Kindern. Ich vermisse mein Herrchen. Er war der Einzige, der mich adoptieren wollte, weil ich im Rollstuhl war. Doch eines Tages... So, wir sind hier in deinem Lieblingspark, mein Lieber. Los, geh runter von mir. Du kannst dich austoben. Ich werde jetzt ein bisschen Eis kaufen gehen. Du kannst dabei mit den anderen Tieren spielen, okay? Aber nicht zu weit weg. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Ich liebe diesen Park. Da sind nur nette Menschen. Hallo. Na, du bist mir ein Süßer. Hallo. Wie geht es dir, mein Lieber? Ach, die ist so lieb. Und sie auch. Hallo. Oh, wie süß. Hier, ein Leckerli für dich. Oh, danke schön. Ach, die ist so lieb. Und jetzt möchte ich mit meinen Freunden spielen. Hallo, Hunde, wie geht es euch? Schauen wir mal, ob ich hier wieder ein Haustier finde. Du, nee, du bist hässlich. Du, nee, ich mag keine Katzen. Und was soll das sein? Eine Giraffe oder ein Elefant? Oh, ein seltener Hund im Rollstuhl. Der wird mir sicher viel Geld einbringen, wenn Leute werden Mitleid mit ihm haben. Hey, lass mich runter, du bist nicht mein Herrchen, lass mich. Sei leise und komm gefälligst mit. Du bist jetzt mein Haustier, du gehörst jetzt mir. Fifi, komm, ich habe mir ein Eis geholt und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Dein Lieblingseis. Fifi, Wo bist du? Hat jemand meinen Hund Fifi gesehen? Bitte,
Irgendwo muss er doch sein. Oh nein, er ist nirgendwo in diesem Park. Er ist weg. Wurde er gestohlen? Oder noch viel schlimmer, ist er davon gelaufen, weil er mich nicht mehr liebt? Ja, das muss es sein. Ich war wohl kein gutes Herrchen und deswegen ist er davon gelaufen. Nicht du auch noch, meine Tochter und jetzt du. Oh, das ist so eine traurige Geschichte. Dein Herrchen macht sich sicher große Sorgen um dich. Ja, vor allem nachdem seine Tochter entführt worden ist, wurde ich jetzt auch entführt. Ich hoffe, sein altes Herz wird das überstehen. Wer hat euch erlaubt, eine Pause zu machen? Ich habe gesagt, während ich weg bin beim Kotzen und mir ein neues Bier holen, sollt ihr gefälligst weiter trainieren. Also los, beeilt euch, trainiert! Schnell, schnell, schnell! Er ist eingeschlafen. Oh, wir haben so viel trainiert. Meine Füße sind ganz wund. Ich muss schnell versuchen, auszubrechen. Die Tür ist wirklich abgeschlossen und das Tor ist zu hoch. Hey, Neue, wir haben dir doch gesagt, dass es keinen Sinn macht, da das Tor abgeschlossen ist. Warte, ihr habt doch gesagt, er hat den Schlüssel immer bei sich. Ja, genau. Ich habe gesehen, wie er es in seine rechten Hosentaschen gegeben hat. Aber was hast du vor, Katze? Was willst du tun? Ich werde einfach die Schlüssel stehlen. Wir müssen ganz, ganz leise sein. Zum Glück bin ich eine Katze. Ich habe sehr weiche Pfoten. Das macht keine Geräusche. Okay, oh, das ist die linke Tasche. Das war wohl die falsche. Schnell die andere. Ja, da spüre ich was. Ich habe sie. Ich habe die Schlüssel. Leute, ich habe sie. Komm, entkommen wir. Mit diesen Schlüsseln kann ich das Tor aufsperren. Und wir sind frei. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Wir sind frei, Leute. Schnell, schnell, mach das Tor auf. Ja, bevor er aufwacht. Los, kommt schon. Okay, okay, ich beeil mich. Wir sind alle frei. Wir müssen nie wieder mehr tun, was er sagt. Schnell, das Schloss. Und es ist offen. Das Tor ist offen. Wir können raus. Leute, ich kann es nicht glauben. Oh, was ist das für ein Lärm? Oh, na wartet. Wo seid ihr und wieso trainiert ihr nicht? Hä? Ihr habt meine Schlüssel gestohlen. Das Tor ist offen. Tschüss. Und das ist dafür, dass du sie mal ausgepeitscht hast. Wie können die mich nur kratzen? Ich bin doch ihr Herrchen. Wieso entkommen sie von mir? Na, wenn ich die in die Finger kriege. Oh nein, mein Gesicht. Er hat mein Gesicht gekratzt. Ich bin doch ein Model. Meine Kinder, meine Kinder. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, kleines Söhnchen, warum bist du ohnmächtig? Los, wach auf. Oh, schau mal, er bewegt sich langsam. Ich glaube, er kommt zu sich. Oh, mein Kopf, wo bin ich? Oh, was ist passiert? Du lagst da am Boden, ohnmächtig. Und wo ist deine Schwester? Was ist los? Was ist passiert? Du musst dich erinnern. Ich kann mich ganz vage daran erinnern, dass eine Frau gekommen ist. Und sie hat meine Schwester in den Sack gesteckt und entführt. Und dann hat sie mir auf den Kopf gehauen. Was? Wie schrecklich. Unsere Tochter wurde entführt. Was sollen wir nur tun? Es war ein genialer Plan, sie einzusperren und zu entführen. Sie wird uns verraten müssen, woher sie so viel Geld hat. Los, sperr schon die Tür auf. Chill, Bruder. Yalla. Na gut, mache ich jetzt mal die Tür auf. So. Und aufgesperrt. Und da ist sie auch schon. Hey, du Schlafmütze, wach endlich auf. Bitte, bitte lassen Sie mich gehen. Als erstes gibst du mir mein Bett wieder. Okay, 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 hier, bitteschön. Nehmen Sie diese Matratze. Und jetzt sage uns, woher hast du das Geld gehabt? Sonst lassen wir dich nie wieder mehr raus. Das Geld hat mir ein Mann am Bahnhof geschenkt. Du lügst, keiner schenkt so viel Geld her. Doch, ich sag die Wahrheit, der Reiche war immer nett zu mir. Ach, schon wieder dieser Herr Reich. Ich hasse diesen Mann. Wieso können wir nicht so reich sein wie er? Aber wenn er so viel Geld ihr immer schenkt, dann wird er sicher viel Geld zahlen, wenn wir ihm sagen, dass wir sie entführt haben. Aber er ist doch so ein netter Mann. Bitte tun Sie ihm das nicht an. Du bist gefälligst leise. Wir sind auch gute Menschen. Wir verdienen auch Geld. Und jetzt geh wieder nach hinten. Wir sperren dich jetzt wieder ein und überlegen, was wir genau machen werden. Bitte haben Sie ein Herz. Lassen Sie mich frei. Wenn Herr Reich zahlt, bist du frei. Und jetzt schnell die Tür absperren, damit sie nicht entkommen kann. So, den Schlüssel herauf. Kannst du dir das vorstellen? Wir werden wieder Geld vom Herr Reich bekommen. Wir haben damals seine Tochter entführt und er hat uns bezahlt. Und dann habe ich seine Tochter in den Müll geworfen. Und jetzt wird er uns wieder bezahlen. Nein, was soll ich nur tun? Herr Reich soll nicht so viel Geld wegen mir verlieren. Er hat doch schon so viel für mich getan. Das kann ich ihm nicht antun. Ich muss irgendeinen Weg hier rausfinden. Aber nur wie? Quick, quick. Hey, warte mal. Kennen wir uns nicht? Oh, bist du nicht die Maus von dem Geschäft, der ich Käse geschenkt habe? Was machst du hier? Wieso bist du in diesen Keller eingesperrt? Warum bist du nicht mit deinem Katzenbruder unterwegs? Diese zwei bösen Menschen, die gerade rausgegangen sind, haben mich entführt. Und sie wollen jemanden, der mir sehr wichtig ist, erpressen. Was? Sie haben dich entführt? Erzähl mir bitte die komplette Geschichte. Okay, es hat damit begonnen, dass ich bei Ihnen einkaufen war mit sehr viel Geld, die mir Herr Reich geschenkt hat.
Hey Mr. und Mrs., Sie haben mir doch den Auftrag gegeben, herauszufinden, wo dieses Mädchen mit den Katzen lebt. Ich weiß, wo sie lebt. Es gibt eine Höhle neben dem Wald und dort leben sie. Das hast du sehr gut gemacht, mein Lieber. Wie versprochen, kannst du dir jetzt so viele Süßigkeiten aussuchen, wie du willst. Und wissen Sie, was wir noch gemacht haben? Wir haben Ihre Katze geschlagen. Oh, sehr gut. Wir hassen nämlich Tiere. So, ich werde jetzt am besten zu Ihrer Höhle gehen und schauen, ob ich das Geld finde. Und wenn ich nichts finde, entführe ich einfach das kleine Mädchen. Sehr gut. Und ich bleibe hier und kümmere mich um das Geschäft. Komm jetzt, Kleiner, such dir deine Süßigkeiten aus und dann verschwinde. Wir werden wieder reich sein, so wie früher. Okay, er hat gesagt, irgendwo hier entlang muss ich. Und hier über dem Felsen und dann einfach weiter. Da ist ja die Höhle mit dem Mädchen und der Katze, aber ich sehe kein Geld. Ach du armes Ding, was machst du denn hier? Wieso lebst du in einer Höhle? Oh nein, das Mann hat mich gefunden. Du kannst doch nicht alleine hier leben. Wo hast du denn Geld her zum Essen kaufen? Oder wo sind deine Eltern? Bitte gehen Sie. Ich habe dich etwas gefragt. Ich habe dich gefragt, wovon du Geld hast oder wo deine Eltern sind. Wenn du es mir nicht sagen willst, dann nehme ich dich halt mit. Und jetzt werde ich dich einsperren. Miau, lass meine Schwester in Ruhe. Nein, Bruder, nicht. Sie ist gefährlich. Geh. Ich werde sie angreifen. Sei gefälligst leise, Mädchen. Ich pack dich jetzt in einen Koffer und du kommst mit. Und dann wirst du mir sagen, wovon du das ganze Geld hast. Ich habe gesagt, du sollst meine Schwester in Ruhe lassen. Ich zerkratze dir das Gesicht. Das kommt davon, wenn du mich attackierst. Ich hasse Tiere. Ich würde sie am liebsten alle vergiften. Jetzt schnell nach Hause. Wir haben sie und sie wird uns dann verraten, von wo sie das ganze Geld hat. Hier eine Matte und dann legen wir sie dorthin. Los, mach den Sack auf. Ich bin schon neugierig, was sie sagt. Oh, dieses Mädchen ist so schwer. Lasst mich raus. Was wollt ihr von mir? Wo bin ich? Wir wollen nur wissen, von wo du das ganze Geld hast. Aber es ist schon spät und ich bin müde. Ja, schau, wir sind so nette Menschen, dass wir dir sogar eine Matte hingegeben haben. Und jetzt halt den Mund und rein mit dir ins Zimmer. Du wirst schon früh genug erfahren, was wir von dir wollen. Genau. Jetzt noch schnell den Schlüssel nehmen und zusperren, damit sie nicht raus kann. Von wo sie diese 1000 Euro hat, muss es mehr geben. Denn sie lebt in einer Höhle. Von wo sollte sie sonst das ganze Geld haben? Und dann werden wir reich. 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 Und so wurde ich entführt, Maus. Und sie reden irgendwas von Geld und sie wollen Herr Reich erpressen. Keine Sorge, ich helfe dir. Ich werde den Schlüssel klauen und dich befreien. Aber ich kann nicht entkommen, ich bin zu klein und zu langsam. Die würden mich sofort wieder einfangen. Was können wir denn sonst tun? Wie kann ich dir helfen? Ich habe eine geniale Idee. Du bist doch sehr klein. Du musst den Schlüssel nehmen und dann musst du zu meiner Familie gehen. Das ist die Höhle nach dem Wald. Und du musst ihnen sagen, wo ich bin. Und sie können mir dann helfen und mich befreien. Das ist eine gute Idee. Das werde ich machen. Du hast mir geholfen. Jetzt helfe ich dir. Aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich könnte mir niemals verzeihen, wenn dir etwas passieren würde wegen mir. Mach dir keine Sorgen. Ich bin klein und flink. Okay, jetzt gehe ich mal raus. Ich nage mich schnell durch die Tür. Jetzt bin ich befreit. Okay, wo ist der Schlüssel? Ah, hier ist er, ja. Sehr gut, er ist runtergefallen. Ich hab den Schlüssel. Ich werde jetzt zu deiner Familie gehen. Bitte mach dir keine Sorgen. Ich werde mich beeilen. Nur Mut, nur Mut. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich werde dir das nie vergessen. Danke, Maus. Gar kein Problem. Los geht's. Ich hoffe, Mama ist inzwischen Zeit zu Hause. Und was ist mit meinem Bruder passiert? Ich hoffe, es geht ihm gut. Ganz vorsichtig sein, so dass sie mich nicht sehen. Schnell vorbei. Okay, sie haben mich nicht gesehen. Ich bin frei. Sehr gut. Und jetzt, sie hat gesagt, durch den Wald, genau. Und dann ist hier die Höhle. Ich bin hier. Sind Sie die Eltern von den lilahaarigen Mädchen? Ja, das ist meine Tochter. Hast du sie gesehen? Ja, habe ich. Der böse Shopbesitzer. Er hat sie gefangen gehalten und eingesperrt. Aber ich konnte entkommen und habe den Schlüssel geklaut. Wir müssen sie befreien. Das muss ein ganz besonderes Mädchen sein, wenn sie so viele Freunde hat, die ihr helfen wollen. Zeig uns den Weg. Wir werden sie befreien. Los. Aber wir müssen uns etwas überlegen. Diese zwei sind gefährlich. Okay, ich werde mir was überlegen, aber als erstes nehme ich mal den Schlüssel an mich. Was können wir nur tun? Alleine werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen gegen zwei Menschen. Aber wenn wir Hilfe holen... Das ist eine ausgezeichnete Idee. Andere Tiere, die könnten uns helfen. Hey Hund, weißt du, wo Simba, der Tiger, lebt? Ja, im Zoo. Und, mein Name ist Fifi übrigens. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kommt alle her. Ja, was? Los, sag schon. Wir helfen gerne. Okay, Hund, du gehst zu Simba und dann werden wir... Und dann, zusammen mit den Tieren, werden wir dann... Jetzt wird es Zeit, die Erpressung zu starten. Los,
Nimm den Schlüssel und mach die Tür auf, mein Liebling. Sofort, mein Schnuckiputz. Der Schlüssel. Liebling, der Schlüssel ist weg. Jemand hat ihn gestohlen. Aber wie kann das sein? Es ist doch niemand rein und rausgekommen. Du bist schuld. Du hast sicher vergessen, die Tür abzusperren. Und jetzt hat sie sich drin eingesperrt, damit wir nicht an sie ran können. Ich habe zu 100% die Tür abgeschlossen. Du warst dabei. Na warte. Los, mach die Tür auf. Lass uns rein. Los. Ich hab den Schlüssel nicht und ich lasse euch garantiert nicht rein. Ach, du hast den Schlüssel nicht. Wenn du ihn nicht hast, wer hat ihn sonst geklaut? Etwa eine Maus? Mir ist das egal. Ich werde euch nicht helfen, Herr Reich zu erpressen. Na gut, wenn du uns nicht helfen wirst, dann lassen wir dich hier eingesperrt, tagelang, wochenlang. Und dann wirst du verhungern. Du wirst uns schon noch sagen, wo der Schlüssel ist. Spätestens dann, wenn du Hunger hast. Mein Liebling hat recht. Wir warten einfach 1-2 Tage, dann kommst du angekrochen. Na gut, dann gehen wir mal zum Burger King und bestellen sich einen Big Mac mit Chicken McNuggets und ein Happy Meal. Viel Spaß da drinnen, während wir so viel essen. Oh Mann, ich hoffe, der Maus geht es gut und ihr ist nichts passiert. Und ich hoffe, Mama ist zurück. Ach, ich habe schon so einen Hunger. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Hier sind wir schon, Katzenmama. Hier einfach über das Geschäft durch und dann nach hinten ins Kellergeschoss. Und dort haben sie deine Tochter versteckt. Warte mal, das ist doch das Geschäft, wo sie mir diesen giftigen Fisch gegeben haben. Dieselben Leute. Das müssen wohl diese Tierhasser sein. Mama, ich habe Angst, ich versteck mich. Wir sollten wohl beide hier bleiben, denn wir sind viel zu klein, um irgendetwas anzurichten. Ja, ihr zwei hättet so und so nicht mit dürfen. Ich will mich da auch verstecken, mach Platz. Ach, dann gehe ich halt zu den Kartoffeln. Oh Mann, wo bleibt der Tiger? Ich hoffe, Fifi hat ihm Bescheid gegeben, dass wir sich hier treffen sollen. Was ist, wenn der Tiger doch nicht mehr kommt und mir gar nicht helfen will? Was mache ich dann? Dann geht mein Plan nicht auf. Hey Leute, tut mir leid für die Verspätung. Ich habe noch schnell einen Kebab gegessen. Oh Tiger, du bist doch gekommen. Vielen Dank für deine Hilfe. Na klar helfe ich dir. Wegen dir bin ich überhaupt frei. Also los. Diese zwei Stinker können was erleben. Schau mal hier, das sind die zwei. Oh, die schon wieder diese Katzen. Ich hasse Katzen. Verschwindet aus meinem Laden. Los. Hey Tiger, er denkt, du bist eine Katze. Na dann zeige ich ihm mal meine Krallen. Mein Gesicht. Aua, das ist keine Katze, das ist ein Tiger. Was denn? Tiger, versteck dich doch nicht hinter mich. Kämpf du gegen ihn, du bist doch viel stärker. Braver Tiger. Du musst sie in die Richtung von diesem Karton lenken. Hilfe! Ich bin ein Tiger. Ich habe so Angst. Komm noch ein wenig. Ich mach gleich in meine Hose. Sie sind in der Kiste. Sehr gut, und jetzt den Deckel zu. Und jetzt ich drauf. Hey, lass uns raus. Ich habe Angst im Dunkeln. Hilfe, Mami. Ich hoffe nur, Fifi findet ihn. Sonst geht unser Plan nicht in Erfüllung. Dupti-dupti-du, ich bin ein Polizist und liebe Donuts. Ich liebe einfach Donuts. Ich sollte meiner Tochter Lia einen Donut mitnehmen. Wo ist nur ein Polizist? Oh, hier ist ein Polizist. Herr Polizist. Na, du bist mir ein süßer kleiner Hund. Na, wo ist dein Herrchen? Mann, wieso verstehen mich Polizisten nicht? Ich muss irgendwas tun. Oh, ich weiß schon. Ohne Beißkorb und Leine darfst du hier nicht herumgehen, mein Lieber. Ich klaue ihn einfach seinen Donut und dann muss er mir folgen. Na, willst du deinen Donut wieder? Dann komm, folge mir, komm schon. Hey, Hündchen, gib mir meinen Donut wieder. Der gehört mir, den hab ich gekauft. Komm zurück. Ich hab gesagt, du sollst mir meinen Donut wiedergeben, Kleiner. Es ist nicht mehr weit, komm schon. Folg mir doch. In Name der Gerechtigkeit, du wirst verhaftet. Hey, das ist Fahrerflucht, komm zurück. Was ist hier los? Hey, lasst uns raus. Ich habe Angst und ich muss pipi. Lasst uns raus und zwar sofort, sonst bekommt sie Ärger. Was, sind in dieser Kiste etwa Leute eingesperrt? Oh, frische Luft. Ich muss so dringend aufs Klo. Ich muss ganz dringend pipi. Entschuldigen Sie, Mrs. und Mister. Warum waren Sie in diesen Karton eingesperrt und wieso ist hier ein Tiger? Oh nein, die Polizei. Bitte nicht. Ah, das sind unsere Haustiere. Wir haben nur gespielt. Miau, miau. Ich muss jetzt schnell Schlüssel fallen lassen und vielleicht nimmt er ihn und dann... Huch, was ist das? Die Katze hat einen Schlüssel fallen lassen? Das ist doch der Schlüssel von unserem Gefängnis. Psst, sei leise. Das müssen Sie doch gehört haben, Herr Polizist. Wuff, wuff, wuff. Kommen Sie. Kommen Sie, Herr Polizist. Kommen Sie. Ich muss jetzt ihn an beiden beißen. Los, kommen Sie mit. Oh nein, er geht zum Kerker. Schnell. Wohin führt mich bloß dieser Papagei? Was ist das? Gehört dieser Schlüssel etwa zu diesem Kerker? Die Katze will wohl, dass ich das hier aufmache. Ach, der passt wirklich perfekt.
Was ist da? Wer ist da drinnen? Da ist hier ein Mädchen eingesperrt. Endlich bin ich frei. Diese zwei haben mich gefangen gehalten. Sie ist frei, sie ist frei, sie ist frei. Ja, wir haben es geschafft. Wir kommen zu spät. Ich meine natürlich, oh, sie haben unsere Tochter gefunden. Wir haben sie schon überall gesucht. Aha, ihr habt sie überall gesucht. Und warum war sie hier eingesperrt? Oh, wir haben Verstecken gespielt. Und sie hat sich so gut versteckt, dass wir sie nicht gefunden haben. Bitte helfen Sie mir, Herr Polizist, das stimmt nicht. Keine Sorge, meine Liebe, dir wird nichts geschehen. Aber Herr Polizist, das ist alles nur ein Missverständnis, wirklich. Sie können uns vertrauen, wir sind ehrenvolle Bürger. Ja, genau, wir würden niemals etwas Gesetzloses tun, wirklich. Sie können uns glauben. Ich soll Ihnen glauben. Also, Sie haben nicht dieses kleine Mädchen entführt, um vielleicht einen gewissen Herrn Reich zu erpressen. Denn mich hat Herr Reich angerufen und gesagt, dass zwei freche Leute ein Mädchen entführt haben und dafür Geld von ihm wollen. Was? Davon wissen wir nichts. Oh Mama, ich habe mir so Sorgen gemacht, was mit dir passiert ist. Oh mein Liebling, ich auch. Also was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Gar nichts. Ich meine, wir sind unschuldig. Wenn man unschuldig ist, muss man sich nicht verteidigen. Ja, das stimmt. Und ich, was ist, wenn wir Verstecken spielen? Jetzt noch schnell die Tür zu sperren und wir verstecken sie so lange, bis meine Kollegen kommen und sie verhaften. Denn wir wollen ja nicht, dass ihnen etwas passiert. Oh nein, bitte, ich will nicht ins Gefängnis, bitte. Danke, Herr Polizist. Vielen, vielen Dank. Ach, überhaupt kein Problem, meine Liebe. Und du solltest vielleicht zum Herrn Reich gehen. Er hat sich nämlich sehr Sorgen um dich gemacht, weil er hat dich auf dem Foto erkannt. Oh, meine Tochter, ich hab dich so vermisst, miau. Du hast mir auch so gefehlt, Mama. Was, Herr Reich? Aber Herr Reich ist doch mein Herrchen. Warte, was? Dein Herrchen ist Herr Reich? Mädchen, redest du etwa mit den Tieren? Also, ich weiß nicht. Nein, natürlich rede ich nicht mit Tieren. Das haben sie nur missverstanden. Ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, es reicht. Ich bin schon richtig aus der Puste. Ach, meine lieben Kinder, ich bin so froh, euch wieder zu haben. Oh, meine Schwester, ich hab dich so vermisst. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn dir was passiert wäre. Als sie dir auf den Kopf geschlagen hat, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und Mama, wo warst du? Und ich habe so viele Fragen. Ich wurde selbst auch entführt. Und ich habe alle Tiere befreit. Und diesen Hund hier. Hallo, ihr zwei. Mein Name ist Fifi. Hallo, Fifi. Schön, dich kennenzulernen. Und danke nochmal für deine Hilfe. Du bist genauso mutig wie deine Mama. Deine Mama war die Einzige, die sich getraut hat, diesem bösen Entführer entgegenzutreten. Und sie hat uns alle befreit. Meine Mama ist mutig, genau wie ich. Du wurdest also auch entführt. Und du warst so mutig, dass du sogar alle befreit hast. Wow, Mama. Ich bin eigentlich nicht so mutig, wie ich tue, denn ich habe dir immer ein Geheimnis vorenthalten. Und zwar, ich weiß, wer dein Vater ist. Ich habe damals neben dir auch ein Foto gefunden mit dir und deinem Vater. Schau, hier ist das Bild. Warte, das bin ich? Und das ist mein Papa? Aber ich dachte, ich wollte dir das Bild eh früher zeigen, aber ich hatte dann Angst, dass du uns verlässt und dich dann auf die Suche begibst nach deinem Vater. Aber Mama, es ist mir egal, wer mein Papa ist. Du bist meine Mama und du bist mein Bruder. Mir ist das egal, wer dieser Mann ist. Warte, lass mich mal schauen. Das ist aber... Ich kann's nicht glauben. Das ist Herr Reich. Du bist die Tochter von Herr Reich, die damals entführt wurde. Herr Reich? Der Polizist hat gesagt, die Entführer wollten Herr Reich erpressen. Aber wieso hat mich Herr Reich weggegeben? Hat er mich denn nicht geliebt? Doch, er hat dich sehr stark sogar geliebt. Aber du wurdest entführt. Die Entführer haben 1 Million Lösegeld verlangt. Und Herr Reich hat gezahlt. Aber sie haben dich nie ihm zurückgegeben. Also Herr Reich ist mein Papa. Er ist so ein netter Mann. Aber was soll ich nur tun? Soll ich ihm sagen, dass ich seine Tochter bin? Aber ich will euch nicht verlieren. Er hat ein Recht, es zu erfahren, vor allem jetzt, wo wir wissen, dass er dich nicht weggegeben hat. Aber Mama, was ist, wenn er will, dass ich bei ihm einziehe und ihr nicht dürft? Was ist, wenn ihr gehen müsst? Ich kann euch jetzt nicht verlieren. Ich kenne Herr Reich schon mein ganzes Leben lang. Ich weiß genau, dass er so etwas nicht tun wird. Wenn du nicht bleiben willst, er wird dich hundertprozentig nicht zwingen. Okay, ich gehe hin, aber ihr müsst mir versprechen, mitzukommen. Also ich bin dafür, dass du es ihm erzählst. Ich würde wissen wollen, wo meine Tochter ist. Und Mama, kommst du mit? Also ich bin dafür, du sollst gehen und wir begleiten dich. Danke, dass ihr alle mitkommen werdet. Was wird er nur sagen? Wird er mir glauben? Wird er mich aufnehmen oder wird er mich verstoßen? Ich bin so einsam. Niemand, ich bin ganz alleine. Ich bin super reich, aber Geld macht einen nicht glücklich. Mein Hund wurde mir gestohlen. Jahre davor wurde mir einfach meine Tochter entführt. Ich habe das Geld gezahlt, aber sie haben mir meine Tochter nicht zurückgegeben. Ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Hallo, Baby Ellie. Das ist dein Zimmer. Das ist jetzt dein Zuhause. Ich werde mich für immer um dich kümmern. Ich werde immer für dich da sein, egal was du brauchst, okay? Papa ist hier für dich. Und ich liebe dich, Ellie. Das musst du wissen. So,
Also, und jetzt ist Schlafenszeit. Gute Nacht, meine süße Maus, und sollen dir all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ach, was ist Ellie denn für ein herzhaftes, süßes Baby? Ich bin der glücklichste Papa der Welt. Ich muss leider auf ein Geschäftsmeeting. Aber ich beeile mich, Ellie, und ich werde so schnell wie möglich wieder hier sein, okay? Es wird nicht lange dauern, nur ein paar Stunden. Grüß Gott, Herr Reich, ich bin die neue Nanny. Die Agentur hat mich geschickt. Sie haben gesagt, ich soll für ein paar Stunden auf ein Baby aufpassen. Was ist das denn für ein süßes, kleines Baby? Ach, es freut mich, dass Sie in der letzten Sekunde noch Zeit hatten. Die Agentur hat sehr hoch von Ihnen gesprochen. Also das ist Baby Ellie und Sie müssen nur ein paar Stunden auf sie aufpassen. Wahrscheinlich wird sie eh durchschlafen. Ich bin bald wieder da. Ah, natürlich. Baby Ellie und ich werden sicher viel Spaß miteinander haben. Vielen Dank, ich muss los. Na du, Baby Ellie, du wirst mir ganz schön viel Geld bringen, wenn ich mit dir fertig bin. Unglaublich, wie einfach ich in dieses Haus kommen konnte. Ich arbeite gar nicht für die Agentur. Ich bin einfach nur zur Tür gegangen und habe gesagt, ich bin die neue Nanny und die haben mich reingelassen. Und du, kleines Baby, kommst jetzt mit mir mit. Ich kann's nicht glauben, dass es wirklich funktioniert hat. Ich habe das Baby entführen können. Schatz, es hat funktioniert. Ich habe das Baby. Wir können sie erpressen und Millionen verlangen. Nein, das stimmt nicht. Du spinnst. Die haben dich nicht wirklich ohne Ausweis oder irgendwas ins Haus gelassen. Doch natürlich. Du weißt ja, was für eine gute Schauspielerin ich bin. Wir haben das Baby. Wir können sie jetzt erpressen. Ich kann's nicht glauben. Komm, Liebe, setz dich hin. Ich kann's kaum erwarten. Ich rufe schnell den Papa an. So, das ist die Nummer. Okay. Hallo, spreche ich damit, Herr Reich? Ich bin der Entführer. Ich habe Ihre Tochter. Geben Sie mir 1 Million Euro in einem Koffer. Stellen Sie es in den Park und dann gehen Sie. Und wenn Sie Glück haben, werden Sie Ihre Tochter wiedersehen. Bester, Sie haben meine Tochter. Ich mache alles, was Sie sagen. Bitte. Bla, bla, bla. Interessiert mich nicht. Er gibt uns wirklich die Million. Ich kann's nicht glauben. Wir werden reich. Und natürlich geben wir Herrn Reich seine Tochter nicht zurück. Sie hat unsere Gesichter gesehen. Sagen wir es mal so, wir müssen das Baby anders wie loswerden. Du weißt genau, was ich meine, oder, Liebling? Natürlich weiß ich das. Du gehst das Geld holen, ich kümmere mich um das Baby. Und so wurde mein kleiner Schatz mir genommen. Ich habe die Million gezahlt, aber sie haben sie mir nicht zurückgegeben. Ich war am Boden zerstört. Also hier lebt Herr Reich, wow. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Sollten wir nicht einfach wieder nach Hause gehen? Ich lass dich einfach da, Hund, und wir gehen wieder. Ich weiß, du hast Angst und Veränderungen ist immer schwer. Aber du bist seine Tochter, er ist dein Papa. Willst du deinem Papa nicht sagen, dass es dich gibt? Ich weiß nicht, ja, schon, aber... Liebling, es ist ganz dir überlassen. Wenn du es nicht willst, dann gehen wir. Und dann werden wir nie wieder mehr drüber reden, wenn du nicht willst. Aber ich würde es dir empfehlen, zu tun. Trau dich, Schwester, du bist die mutigste Schwester, die ich habe. Ich glaube an dich, du schaffst das, los! Okay, okay, ich mache es. Und los, anläuten. Oh, was ist das? Ach so, die Türklingel. Ich war so in Gedanken, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Hallo? Du, kleines Mädchen? Hallo, Herr Reich, ich habe Ihnen... Papa! Ja, ich wollte Ihnen Ihr Hund zurückbringen. Ich habe ihn gefunden und... Oh mein Gott, Fifi, das bist ja wirklich du. Ich kann's nicht glauben, du bist wieder da. Ich hab dich so vermisst. Oh, Papa, ich hab dich auch so vermisst. Wuff, wuff, Papa! Oh, kleines, liebes Mädchen, du hast mir meinen Hund zurückgegeben. Wie kann ich dir jemals danken? Sag mir, was ich dir kaufen soll, was ich dir geben soll. Ich mache alles. Vielen Dank. Nun ja, Sie könnten vielleicht für einen Moment zuhören. Ich würde Ihnen gerne etwas erzählen, aber ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll. Du musst mir etwas Wichtiges sagen? Was ist es denn? Komm, sag schon, du brauchst keine Angst haben, wirklich, Mädchen. Alles ist gut. Oder vielleicht solltest du lieber reinkommen und dich setzen. Man spricht so schlecht zwischen Tür und Angel. Komm rein, meine Liebe, komm schon. Oh ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Vielen Dank, Herr Reich, Sie sind wie immer sehr freundlich. Guten Tag, Herr Reich, guten Tag. Oh schön, noch mehr Tiere im Haus. Ach, ich liebe es, wenn das Haus so voll ist. Also, Liebes, was wolltest du mir denn Wichtiges sagen? Du weißt, du kannst mir alles sagen. Ich verliere gerade den Mut. Ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen kann. Ich habe so Angst. Komm schon, wir sind alle für dich da. Komm schon, sag es, du schaffst es, wir glauben an dich. Oh, schau mal, wie Fifi dich lieb hat. Er hatte nur einen anderen Menschen so lieb wie dich. Und das war meine Tochter damals. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen das sagen soll. Ich will Ihnen keinen Umstände machen. Wenn Sie das nicht wollen, dann kann ich auch einfach wieder gehen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass ich Ihnen das sage. Und zwar, ich glaube... Nein, ich sollte damit beginnen, wie ich heiße. Mein Name ist Ellie. Ja,
Genauso wie ihre Tochter Ellie hieß. Ist das ein Zufall? Du bist nämlich in dem Alter, wie meine Tochter auch wäre, wenn sie so alt wäre heute. Aber das kann nicht sein. Du kannst nicht meine Tochter sein. Du machst das sehr toll, Liebes. Erzähl weiter. Komm schon. Ja, Schwester, erzähl es. Wir glauben an dich. Komm schon. Ellie, komm. Ich glaube, ich habe sogar einen Beweis, dass ich wirklich ihre Tochter bin. Ein Beweis? Was für ein Beweis soll das denn sein? Als die Entführerin mich auf den Müllplatz geworfen hat, hat sie noch etwas mitgeworfen, und zwar ein Foto. Sind das Sie auf dem Foto? Weil das bin ich als Baby. Lass mich mal bitte genauer sehen, meine Augen sind leider nicht so gut. Das bin ich. Das bin ich wirklich, als ich jung war. Und das war das Foto, was wir im Spital gemacht haben mit dir. Also bist du wirklich mein Papa, Herr Reich. Du bist so ein netter Mensch. Aber wenn du mich nicht aufnehmen willst, ist das okay. Ich habe ein Zuhause und eine Familie, die mich liebt. Also du musst mich nicht aufnehmen, wenn du nicht mehr willst. Papa, es ist wirklich Ellie. Freust du dich denn nicht? Freu dich doch. Deine Tochter ist zurück. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Nach so vielen Jahren, ich habe schon die Hoffnung aufgegeben. Ich dachte, du bist tot, Ellie. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich jemals wiedersehen werde. Gesund, munter und so ein gutes Kind, wie du bist. Oh, Ellie. Oh, Papa, ich habe mir immer gedacht, dass du mich nicht lieb hattest, dass du mich loswerden wolltest. Ich dachte, ich war ein böses Kind und deswegen haben mich meine Eltern weggeworfen. Nein, das hätten wir niemals gemacht. Du warst unser Augapfel. Du warst unsere Sonne. Du warst unser Löwe, unser starker Löwe. Du musst wissen, Papa, ich hätte fast nicht den Mut gehabt. Ich hätte es dir fast nicht gesagt. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, ich bin auch froh. Ich bin so glücklich, dass ich meine Tochter wieder habe. Oh, Ellie, wir sind so glücklich, dass du deine wahre Familie gefunden hast. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Oh, Schwester, du wirst mir so fehlen. Warte, nein, ihr dürft nicht gehen. Bitte bleibt, ihr seid auch meine Familie, bitte. Nein, Ellie, das geht nicht. Wir sind wilde Katzen. Und ich glaube nicht, dass Herr Reich auch noch Katzen haben will. Er hat ja schon einen Hund. Es gibt nicht viele Menschen, die mehr als ein Haustier haben wollen. Wieso bist du auf einmal wieder traurig, Alice? Was ist denn passiert? Was ist los? Sag's mir. Ich kann nicht bei Ihnen bleiben, denn diese Katzen sind meine Familie. Sie haben mich aufgenommen. Warte, was? Die Katzen haben sich um dich gekümmert? Na dann sollen sie auch hier einziehen. Ich habe so ein großes Haus. Wir haben genug Platz für alle. Habt ihr das gehört? Ihr könnt hier bleiben. Er will euch auch aufnehmen. Bitte, ihr dürft nicht gehen. Nachdem uns damals unsere Besitzerin einfach in den Müll geworfen hat, habe ich mir geschworen, nie wieder mehr in einem Haushalt zu sein. Aber Herr Reich scheint wirklich nett zu sein. Oh, bitte, Mama, lass uns hier bleiben. Ich möchte nicht weg von meiner Schwester. Na, Mama, was sagst du? Naja, ihr habt mich anscheinend überstimmt. Ja, dann bleiben wir hier. Ich weiß zwar nicht, wie du dich mit den Tieren verständigen kannst, aber ich bin froh, dass du da bist. Jetzt sind wir wieder eine Familie. Ich habe jetzt eine Mama und einen Papa. Und du hast einen kleinen und einen großen Bruder jetzt. Ja. Komm, Ellie, ich zeig dir dein Zimmer. Du musst nämlich wissen, wir haben dein Zimmer gar nicht verändert. Es war genauso, wie du, als du ein Baby warst. Ich wusste nämlich, dass du eines Tages wiederkommst. Und das hier ist dein Zimmer. Na, was sagst du, Ellie? Gefällt es dir? Diese Couch schaut so gemütlich aus. Wow, mein Zimmer ist so schön, Papa. Da will ich schlafen, das ist mein Bett. So viele Sachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so viele Sachen haben werde. Wow, oh mein Gott, ist das Bett weich. Papa, vielen Dank. Natürlich nur das Beste für meinen Liebling. Dir wird es an nichts mehr fehlen. Du wirst nie wieder mehr hungrig ins Bett gehen müssen. Du wirst immer ein Dach auf den Kopf haben und liebende Eltern, die für dich da sind. Ich werde immer für dich da sein. Ich bin so froh, endlich habe ich einen Bruder. Oh, Liebling. Oh, Familie. Ja, Familie. Wir sind jetzt eine große und glückliche Familie. Ihr macht mich alle so glücklich. Die Verbrecher sind immer noch hier eingesperrt. Los, Leute, verhaften Sie sie. Was? So viel Polizei? Ja klar, denn Herr Reich hat uns gesagt, dass Sie die Entführerin waren von damals. Was? Und jetzt werden Sie Ihre Strafe bekommen. Nein. Aber das sollen die Kinder nicht bitte sehen. Bitte nicht. Oh, bitte. Oh. Nein. Oh, ich werde nie wieder mehr auf meinen Kopf hören. Bitte. Guten Morgen. Oh, sie schläft hier noch.
Aufstehen, Prinzessin, es ist morgen. Oh, Papa. Oh, Mann, es war alles kein Traum. Es ist wirklich. Ich habe einen Papa und ich habe ein Zuhause. Ich bin so glücklich. Ich hatte für einen Moment, dachte ich, es wäre alles nur ein Traum. Nein, das war kein Traum. Du bist meine Tochter. Kommt, Leute, kommt in die Küche. Ich habe eine kleine Überraschung für euch alle. Los, kommt. Ihr werdet euch sicher darüber freuen. Sehr gut, Leute. Und jetzt nehmt alle Platz. Ich habe für jeden von euch eine kleine Überraschung. Ich meine, ich dachte mir, da ihr heute euren ersten Tag hier habt, mache ich euch ein besonderes Frühstück. Ellie hat mir erzählt, dass ihr zwei am liebsten rohen Fisch habt. Deswegen dachte ich, ihr bekommt einfach so viel rohen Fisch, wie ihr essen könnt. Und dann für meinen Hund natürlich Steak, weil ich weiß, er liebt Steak. Und für meine Prinzessin gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar, heute ist dein Geburtstag. Was? Heute ist mein Geburtstag? Ich wusste nie, wann genau ich Geburtstag hab. Oh mein Gott, danke, Papa. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Ellie. Happy Birthday to you. Vielen Dank. Danke, Papa. Du bist so lieb. Ach, du brauchst doch nicht traurig sein. Es ist dein Geburtstag. Setz dich hin und iss deine Torte. Das ist köstlich, Papa. Vielen Dank. Oh, und jetzt esse ich meinen Fisch. Der ist lecker. Boah, der ist wirklich gut. Meine Steaks. Und ich dachte mir, zur Feier des Tages gehen wir alle in einen Spielplatz. Und da können wir alle spielen und ich kaufe euch Eis und wir werden einen wunderschönen Tag als Familie zusammen haben. Habt ihr Lust, Leute? Kommt schon. Das wird sicher lustig. Ich halte es nicht aus. Und hier sind wir auch schon. Das ist der Spielplatz, wo man Hunde und Tiere gemeinsam spielen können. Los, tobt euch aus, Tiere. Wir gehen derweil Eis kaufen für uns alle, okay? Komm, Ellie, was willst du für ein Eis? Willst du Hundeäpfel oder willst du lieber Katzenäpfel? Los, gehen wir spielen. Oh, das sind ja meine Freunde von damals. Komm, ich stell sie euch vor. Hallo, Freunde. Das sind meine neue Familie. Die sind Katzen. Wie süß. Ich liebe Katzen. Ja, ich habe Katzen zum Essen gern. Nein, diese Katzen sind nicht zum Essen. Das ist meine neue Familie. Sie ist meine große Schwester und er ist mein kleiner Bruder. Da mir all meine blöden Tiere entkommen sind, wird es Zeit, dass ich neue fange. So, wer von euch kommt mit mir nach Hause? Schau mal, das ist der Entführer. Das ist der, der Tiere entführt. Wir müssen ihn aufhalten, sonst klaut er wieder unschuldige Tiere. Was? Das ist ein Tierentführer? Oh, ich hasse Leute, die Tiere entführen. Na warte, nimm das und das. Was ist das? Ah, ein Hund attackiert mich. Oh, ein Wiesel. Oh nein, nicht ein Wiesel. Oh, was ist das? Eine Ratte. Oh, noch so ein Tier. Und dann nicht Katzen. Ah, meine Augen. Bitte hört auf. Oh nein, nicht dieses Würstel. Ich werde jetzt Papa holen gehen. Er muss die Polizei rufen. Ellie, sag Papa, der Entführer, der uns entführt hat, er ist wieder hier. Was? Der Entführer, der dich und Mama entführt hat, ist wieder im Park? Na warte, nochmal kommt er nicht davon. Frau Polizistin, Sie müssen uns helfen. Ein Entführer ist hier. Er will Tiere entführen. Bitte, Sie müssen uns helfen. Schnell. Was? Sie meinen den Entführer, der die ganze Zeit im Park von anderen Leuten die Haustiere klaut? Ja, kommen Sie schnell. Er darf nicht wieder entkommen. Nicht nachdem er Fifi entführt hat. Schauen Sie, da ist er schon. Ach so, da haben wir Sie jetzt auf frischer Tat ertappt, wie Sie versucht haben, hier einfach 10 Tiere zu stehlen. Jetzt bekommt er seine Strafe. Nein, das stimmt nicht. Ich habe sie nicht entführt. Diese Tiere haben mich attackiert. Ich meine... Und warum halten Sie dann diese 2 Tiere in den Händen? Sie sind verhaftet. Aber bitte nicht. Ich bin zu schön für das Gefängnis. Sie sind jetzt verhaftet. Vielleicht haben Sie Glück und dann können Sie im Gefängnis eine Modelkarriere starten. Und jetzt kommen Sie gefälligst mit. Aber darf ich all mein Make-up im Gefängnis bitte mitnehmen, bitte? Der Tierentführer, er ist endlich eingesperrt. Der wird nie wieder mehr Tiere entführen. Der bekommt sicher 10 Jahre. Und wenn er rauskommt, dann beiß ich ihm in den Popo, dass er sich wünscht, dass er wieder im Gefängnis ist. Wir haben es geschafft. Der Entführer ist weg. Das haben wir dir zu verdanken. Danke, Fifi, du bist der Beste. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich weiß, wofür ich mein Geld verwenden kann, dass ich anderen Lebewesen helfen kann. Kommt schnell mit, ich habe eine Idee. Ein paar Monate später. Ellie, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Du kannst jetzt die Augen aufmachen. Schau mal. War das nicht das Grundstück, wo der Entführer die Tiere entführt hat? Was hast du daraus gemacht? Schau mal, die ganzen Tiere. Ich habe eine Tierpension draus gemacht. Hier werden alle Tiere, die auf der Straße leben, wohnen jetzt hier in diesem Haus. Schau mal, ich habe extra Katzenbäume und Katzenmöbel. Und ich habe sogar eine Privatköchin engagiert. Oh, schönen Tag, Herr Reich. Sie fragen sich sicher, was es heute für die Tiere zum Essen gibt. Es gibt Katzensushi und Hundekulöten. Oh, das klingt aber köstlich. Okay, gehen wir weiter. Hier ist das Schlafzimmer, wo alle Tiere schlafen können. Natürlich können sie
überall schlafen. Auch hier am Klo, wenn sie wollen. Oh, schau mal, da macht eine Katze Pipi. Ich habe dieses Haus in deinen Ehren gebaut, Ellie. Weil du so ein großes Herz für Tiere hast. Es soll keine obdachlosen Tiere mehr geben. Und alle sollen wissen, dass dieses Haus das Ellie-Haus für Tiere ist. Oh, Papa, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so dankbar. Vielen Dank, dass du das machst für all diese Tiere. Das ist das Mindeste, was ich machen kann, nachdem diese netten Katzen dich aufgenommen haben und sich für dich gesorgt haben, als ich nicht da sein konnte für dich. Komm, gehen wir wieder nach Hause. 2000 Jahre später. Ich lebe jetzt beim Herrn Reich. Ich meine natürlich beim Papa. Schon 7 weitere Jahre. Ich bin jetzt 12 Jahre alt. Ich kann's nicht glauben, wie die Zeit vergeht. Und du bist schon so groß und so hübsch geworden. Du schaust aus wie deine Mama. Also wie ich natürlich. Und ich will unbedingt Tierpflegerin werden und Tierärztin. Weil dann kann ich mich um alle kranken Tiere kümmern, die auf der Straße leben. Und dann wird kein Tier mehr leiden, wenn ich lebe. Ellie, meine Liebe, ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Sophie. Du musst nämlich wissen, das ist deine verschollene Schwester und sie wird ab heute bei uns leben. Freust du dich? Du wolltest schon immer eine Schwester. Und jetzt hast du eine süße kleine Schwester. Was? Ich habe eine Schwester? Ich kann das nicht glauben. Sophie, hallo. Komm schon, Sophie, stell dich vor. Ihr werdet euch sicher gut verstehen. Hallo, mein Name ist Sophie. Wie geht es dir? Oh, Sophie, ich wollte schon immer eine Schwester haben. Wir werden sicher beste Freundinnen. Mein Name ist Ellie. Freut mich, dich kennenzulernen. Na, dann lasse ich euch zwei Süßen mal alleine, damit ihr euch kennenlernt und damit ihr dann Freunde werdet. Ich bereite mal das Essen vor zum Mittag. Tschüss. Ich glaube, Papa hat dir unsere Tiere noch gar nicht vorgestellt. Das ist mein Bruder, der andere ist Fifi und dort ist meine Mama. Na hallo, mein Lieber. Wie heißt du denn? Ah, du bist ganz süß. Mein Name ist Kleiner Bruder. Aber Kleiner Bruder ist doch kein Name. Wir müssen dir einen Namen geben, mein Süßer. Du kannst ihn verstehen? Du kannst auch mit Tieren sprechen? Oh ja, das kann ich schon seit meiner Geburt. Aber ich habe das noch niemandem verraten. Und du kannst das auch? Ja, ich kann das auch seit meiner Geburt. Es freut mich, dass das auch jemand kann und nicht nur ich. Das ist der Beweis, dass ihr wirklich Schwestern seid. Oh, du bist ganz schön schwer, Mama. Ich bin nicht dick, das sind nur schwere Knochen. Hey, ich will auch mitmachen. Vergiss mich nicht. Natürlich nicht, Fifi. Wie sollten wir dich vergessen? Stimmt, ich sollte meinem Bruder eigentlich einen Namen geben. Habt ihr einen Namenvorschlag für meinen Bruder? Dann schreibt das bitte in die Kommentare und vergiss nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Ich kann es nicht glauben, ich habe eine Familie und jetzt auch noch eine Schwester. Ich bin so glücklich, ich bin das glücklichste Mädchen überhaupt. Und wenn ihr die Geschichte von der Sophie hören wollt, dann schaut euch die Story an, Papa hasst mich. Dort wird Sophie ihre Geschichte erklärt. Ich hoffe, euch hat diese Story gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar die Glocke aktivieren. Und jetzt bedanke ich mich noch bei unseren Kanalmitgliedern. Vielen Dank, dass ihr uns supportet. Vanessa Zockt, vielen Dank für deine Unterstützung. Rufus Schwarz, du bist einfach der beste Rufus. Victoria Banana, oh Victoria, vielen lieben Dank für alles. Leonie Jonas, danke dir Leonie. Und Eva Sobiera, es tut mir leid, falls ich deinen Familiennamen falsch ausgesprochen habe. Aber vielen Dank, Eva. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann werdet auch Kanalmitglieder oder schreibt einen netten Kommentar. Und mit etwas Glück suchen wir genau euren Kommentar aus und dann kommt ihr ins nächste Video. Wir haben auch TikTok und Instagram, dort könnt ihr uns auch folgen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!